Ist ja nur noch eine Konkurrenz zwischen Xbox, PlayStation, Nintendo. Ja, das stimmt. Das ist wirklich so. Microsoft bringt eine neue Konsole raus. Schon muss Sony nachschlagen. Ja, das ist alles nur noch Konkurrenz. Ja, wie gesagt, das ist auch bei Spielen so. Das ist... Ich find's traurig. Ne? So. Jetzt haben wir, glaube ich, genug. Ich glaube, wir haben noch ein bisschen... Wie heißt die Videospielverfilmung mit Til Schweiger? Die war echt schlecht. Ach, Far Cry. Boah, die war auch fürchterlich. Oh Gott. Aber ich habe ihn mir angeguckt. Ne? Ich fand den aber, wie gesagt, ich fand den Film jetzt auch nicht gut. Ne, aber ich habe ihn mir angeguckt. Ne, wenn ich dann schon so einige höre, die dann sagen, ja, boah, ne, Til Schweiger, der Film, Til Schweiger, der Schauspieler, ne, dann gucke ich den Film nicht. Ne, boah, ne. Warum nicht? Warum nicht einfach mal hinsetzen, kommen? Ne, der Film mag ja dann gut sein. Muss ja nicht mögen, aber trotzdem kann doch sein, dass der Film trotzdem gut ist. Weißt du, was ich meine? Das ist so dieses, wie soll ich sagen, so dieses Gleichgewicht. Das können einige mit sich nicht so vereinbaren. Ne, es gibt halt, Entschuldigung, wollte ich nicht. Es gibt halt entweder gut oder scheiße. Und das finde ich halt ein bisschen traurig. So, ich hoffe, der zeigt mir jetzt nicht hier wieder dasselbe an, weil das wäre ein bisschen doof. So, ich schau mal eben, kann ich... Nein? Wieso kann ich das Signal nicht bauen? Weil mir Eisen fehlt. Jetzt kann ich es aber bauen, ne? Ja. So, dann wollen wir mal. Also, schauen wir mal. Nochmal Ressourcensammlung. Findet ihr jetzt dasselbe? Habe ich nicht gesehen. Hast nicht viel verpasst. Ah ja, das ist, zeigt dann dasselbe an. Das ist natürlich super. Oder muss ich das erst erreichen? Aber ich habe es ja eigentlich schon erreicht, ne? Weil normalerweise, manchmal macht das erst das Zeichen weg, wenn man es erreicht hat. Ich versuche mal da irgendwie mit einem Jetpack vielleicht dahin zu kommen. Man kann wahrscheinlich hier auch dein Jetpack noch mehr verbessern im Spiel. Wenn ich jetzt da hingehe, ne? Sagt er dann Ziel erreicht? Ich gehe mal dahin. La 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 la. Jetpack klettern aktivieren. Oh, toll. Ja, ich muss aber auch erstmal da hochkommen, ne? Feuer frei! Bang, bang! Der hat immer noch nicht Ziel erreicht. Aktuar geschrieben, der Penner. Versuchen wir hier hochzuklettern. In der Hoffnung... Ah, Ziel erreicht. Jetzt hat das aktiviert. Ah, sehr schön. Kann ich jetzt, wenn ich jetzt hier bin... Ich wollte eigentlich gar kein Iridium mitnehmen. Kann ich denn jetzt mir was Neues... anzeigen lassen. So. Ja. Wo ist denn jetzt der Signalscanner hin? Oh Gott, war das jetzt hier? Ich habe ihn verloren. Und deswegen, wie gesagt, deswegen liebe ich so No Man's Sky. Einfach dieses ganz chillige Runde, entspannt einfach quatschen und irgendwas machen, bauen, tun und wir kommen hier so ein bisschen voran. Gut, momentan kommen wir gar nicht voran, weil wir einfach nicht das finden, was wir brauchen. Wo ist der Signalscanner? Oh Gott, nein. Ich habe ihn echt verloren. Hier war der, ne, oder? Da ist er. Gott sei Dank. Ich dachte, ich hätte ihn aus den Augen verloren. So. Ressourcensammlung. Koordinaten erhalten. Ja. Wo? Was? Wo? Wann? Was? Warum? Da hinten ist in der Nähe vom Schiff. 20 Minuten. Fick dich. Entschuldigung. So, ich baue das mal eben wieder ab hier. Löschen. Ja, möchte ich. So. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal in die Richtung. Kann ja nicht schaden, wir müssen sowieso zum Schiff. Wie weit sind wir denn vom Schiff entfernt? Ja, 4 Minuten. Den Rest fahren wir dann, oder beziehungsweise fliegen wir. Lalala. Man könnte natürlich auch lang fahren. Das Problem ist aber einfach nur, da muss ich jetzt erstmal wieder bauen. Na, auch, was... Nee, ich auch nicht. Was? Videospielverfilmungen bin ich nicht so der Fan davon. Nee, auch nicht.
Ich auch nicht. Umsetzung ist meistens mies, so wie Assassin's Creed. Habe ich nie gesehen. Also Assassin's Creed, der neue Film, den Film habe ich noch gar nicht gesehen. Welche Spieleverfilmung ich sehr geil fand, muss ich sagen, war Prince of Persia. Der Film war total geil. Gut, hat jetzt nicht so viel mit dem Spiel zu tun, ne? Aber was ich sehr geil fand, es gibt ja auch Spiele, die umgesetzt worden sind nach einem Film. Und bis heute hat kein Spiel das so erreicht, kein Spiel, und ich erwähne es wirklich nochmal, kein Spiel hat es so sehr erreicht, so nah einer Filmumsetzung zu kommen, wie GoldenEye auf dem N64. Und deswegen ist das auch so gut angekommen, weil es wirklich fast haargenau und detailgetreu nachempfunden war, wie der Film. Du hast ja quasi fast jede Szene vom Film in diesem Spiel gehabt. Und ich glaube, deswegen ist das Spiel so gut angekommen. Und auch natürlich wegen dem Multiplayer. Aber kein Spiel heutzutage ist irgendwie an einer Filmumsetzung drangekommen, muss ich sagen. Oh, GoldenEye, Alter. Ja, GoldenEye halten. Es war auch so. Der Film fing damals damit an, dass James Bond vom Damm sprang und dort halt dann so Wachen erledigt hat, bla bla bla, Sülz. Und so fing das Spiel auch an. Du hast am Damm angefangen. Es war deine erste Mission. Es war so geil. Dann kamst du irgendwann, glaube ich, erst in den Bunker. Auch die Zugszene oder der Panzer war auch im Spiel drin, was auch im Film war. Es war so geil. Ne? Die GoldenEye-Waffe bei Splitscreen, ja. Mega. Und ich habe es nie geschafft, den 00-Agent abzuschließen. Das war so brutal schwer. So, da hinten ist unser Schiff. Da müssen wir erstmal hin. Eieieiei. Ich hoffe, wir finden da ein paar neue Ressourcen. Wir müssen immer noch diese Rigogen finden. Ansonsten reisen wir nochmal ab von dem Planeten hier, weil ich habe jetzt keine Lust, das Zeug jetzt zu suchen hier, obwohl wir es noch nicht brauchen. Und demnächst kriegen wir irgendwie einen Bauplan, wirst du sehen. Und dann brauchen wir das Zeug, was hier auf dem Planeten ist. Wir haben es immer noch nicht gefunden. Egal, aber wir wissen ja, wie wir es machen können mit dem Signalbooster, finden wir dann auch. GoldenEye war geil, neben O-Job. Oder wie heißt der, weil er so klein war? Der Multiplayer einfach OP. Ach so, der Hutwerfer. Oh, der war geil. Ja. Der von Goldfinger war der Typ, ja. Ich liebe ja James Bond. Ich habe ja alle Filme gesehen. Bin ein großer James Bond-Fan. Ich finde es ja schade, dass die Marke nicht mehr wiederbelebt wird. Vielleicht sehen wir ja davon auch irgendwann einen Reboot. Und wahrscheinlich dann auch nur wegen Geldmacherei. Kann ich mir gut vorstellen. Fände ich aber das schade drum. Die Hard Trilogie auf PSX. Yo. Auch geil. Stirb langsam habe ich damals auf dem N... War das N64? Gab es da nicht damals auch einen Teil? Oder war das auf dem Gamecube? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich hatte damals keine Playstation gehabt. Der Hutwerfer, yo. Oder Jazzaf mit den Beißerchen hier. O-Job war doch der riesige... Der Typ, der große, ne? Das war doch der... dieser... Wie hieß er denn nochmal? Dieser Indianer-Häuptling oder sowas, ne? Das war schon geil. Ach, schöne alte Zeit. Ach ja. So, was haben wir da jetzt? 10 Sekunden, was? Na, es ist genau wieder dasselbe. Oh nein. Ziel erreicht, komm. Ja, schön, super. Okay, wisst ihr was? Wir fliegen ins All, wir suchen uns eine neue Galaxie. Komm, mach mal. So. Da war wieder die Spieluhr. Der wird an die Spieluhr gedreht, der eine. Nein, ich will... Hallo? Ich will unbedingt diese Rigogen finden. Das kann doch nicht so... Das kann nicht so schwer... Hallo? Kann nicht so schwer sein, diese Rigogen zu finden, oder? Jetzt pass mal auf, man findet Rigogen irgendwie auf dem Mond oder so. Das wäre irgendwie... Keine Ahnung. Drei Planeten.
Was haben wir da? Vier Planeten, ein Mond. Warp-Reaktor Tower erforderlich. Wo ist unser Standort? Heimatbasis? Ja, ja, Heimatbasis da hinten. Ja, nein, ich will... Nein. Aktuell sind wir da hinten, genau da. Oh, warte mal. Was haben wir hier? Was mit dem hier? Ein Planet, zwei Monde. Okay. Schau mal eben, ob wir hier irgendwo in der Nähe noch irgendwas haben mit mehreren Planeten wieder. Vier Planeten, ein Mond, unentdeckt. Komm, da gehen wir mal hin. Die alten James-Bond-Filme habe ich alle in meiner Kindheit mit meinen Eltern mal gesehen. Hatte mal überlegt, mir die anzugucken. Bisher nicht gemacht. Meine Generation fing mit Pierce Brosnan an. Ab da habe ich alle gesehen. Ja, so ungefähr ging es mir dann auch. Ja gut, ich habe die alten auch noch schon, ich habe die alten auch schon gesehen. Ich muss sagen, meine Eltern haben auch die ganze Trilogie davon oder die ganze Quadrologie. Es sind ja zig Filme, sind das ja. Und es ist einfach toll, die Filme nochmal zu gucken. Die sind von Hand, von Anfang bis Ende haben die Hand und Fuß, machen so viel Spaß. Aber die aktuellsten fand ich nicht so toll, die ich gesehen habe. Also mit Daniel Craig, die fand ich nicht so pralle. Weiß ich nicht. Nicht so toll, muss ich sagen. So, Rigogen. Wo finden wir Rigogen? Wir scannen mal hier alles ab und hoffen mal, dass wir die finden. Auf dem Mond scheint nicht zu sein. Was, PH? Mein Rücken wird wieder massiert. Achso, von Fango. Achso. Glyozagen. Dahinter scheint nochmal ein Planet wieder zu sein. Dann schauen wir mal. Mission Impossible war auch cool auf der N64. Oh ja! Generell auch damals dieses Die Welt ist nicht genug. Die Welt ist nicht genug war auch geil auf dem N64. Das war auch richtig geil. Da hast du sogar noch Bots dann damals gehabt. Oh Mann, hier sind auch keine Rigogen. Ey, das ist doch nicht wahr. Diese Spieluhrmusik im Hintergrund. So, was haben wir hier? Drei Planeten? Nö. Ein Planet? Wow, hui. Ich brauche ein paar mehr Planeten. Das ist so weit weg, ne? Doch nicht, okay. Sechs Planeten. Unentdeckt. Reisen wir hin, komm. Was warm haben wir? Auch wenn ich überlege, was es damals alles für coole Spiele gab und vor allem auch alle durchgespielt. Gut, man muss ja dazu sagen, zu dem Thema noch, wenn ich das nochmal kurz anschneide, mit diesen, dass du keine Zeit mehr großartig hast, auch diese Spiele, weil halt zu viele kommen. Das Problem dabei ist ja nicht nur, dass halt die Spiele zu schnell erscheinen, sondern auch, dass die Spiele einfach zu groß sind, zu zeitaufwendig. Ich habe jetzt alleine bei Horizon Zero Dawn habe ich jetzt gerade mal etwas über die Hälfte, also Prozent, ich hatte mal geguckt gehabt. Ich habe circa, ich glaube, 52% erreicht, 53% bisher, ne, wohlgemerkt. Und habe, ich glaube, fast 40 bis 42 Stunden schon ins Spiel investiert. Hast du früher beim N64 nicht gehabt oder beim GoldenEye oder so, ne? Oder bei so einem Mission Impossible. Das kommt. Temerium. Auch schon wieder was Neues. Oh Gott. Ich brauch doch nur Rigogen. Rigogen, wo krieg ich das denn her? Na. Oh. Gibt's doch nicht. Kann das nicht irgendwo mal hier irgendwo sein? Das ist ein Mond, ne? Hab ihr den Finch vorbestellt? Ja, das klingt auch lustig. Ich bin da echt auch am Überlegen. Nicht vorzubestellen, aber es mir zu holen. Dahinter ist auch noch ein Planet. Rigogen. Oh, das ist doch nicht wahr. Muss doch irgendwo mal geben hier, das Zeug. Kann doch nicht sein. Dahinter taucht der Planet auf. So, wir scannen nochmal ab hier. Das ist doch nicht wahr. Den haben wir auch noch nicht gescannt. Den haben wir schon. Jetzt haben wir, warte mal, 1, 2, 3,
Ja. Vier. Vier. Fünf. Sind das sechs Planeten, die wir jetzt haben? Müssen ja, ne? Also ich vermute mal. Oh nein. Ich gehe lieber ins Weltall, bevor uns die Dings angreifen. Schau mal, kommen wir nicht irgendwo... Jetzt gleich geht das so los, wir haben gleich keinen Treibstoff mehr. Ich sehe das schon wieder kommen. Ja, ja, Hyperantrieb, da geht schon los. Kein Treibstoff, oh Gott. Wir haben bestimmt keinen Treibstoff mehr, um irgendwo hinzufliegen. Na, das habe ich mir schon irgendwie gedacht. Ja, es reicht nicht mehr. Mal, hallo? Ich würde gerne diesen Galaxien nochmal ausprobieren. Das reicht nicht. Ja, wir haben keinen... Oh, wir müssen Warpzellen erstellen. Ich habe mir das eben schon gedacht. Feindliche Schiffe können mich am Arsch lecken. So. Blackwood Crossing kann ich nur empfehlen. Ja, habe ich schon gelesen. Soll ganz cool sein. Damals Open World, Final Fantasy 8 und so weiter. Circa 100 bis 200 Spielstunden. War man 100% durch alles entdeckt, alles gesammelt. Heute Open World, ja. Das ist das, was ich meine. Ne? Früher hattest du aber auch die Zeit, ne? Wenn mal ein Spiel so groß war, hattest du wirklich mal die Zeit auch dafür, das so zu spielen. Und, wenn dann mal so ein Spiel so groß war, wie gesagt, dann hattest du auch die Zeit, weil bis Neues kam, dauert das ewig. Und heute, ja, wie gesagt, da kann man stundenlang drüber so diskutieren und reden, das ist so schön. Das wird sich auch niemals ändern. So, Freunde, ja. Wir finden... Hallo? Vielleicht werde ich da... Ich weiß noch nicht mehr gucken. Werden wir bestimmt nochmal No Man's Sky sowieso nochmal... Ja, ja, ja. No Man's Sky werden wir sowieso nochmal spielen. Auch im Live-Let's Play. Und sowieso im Stream. Weil ich finde es echt schön. Nicht verkaufen, handeln. Haben die nicht hier. Haben die nicht. Aus meinem Inventar verkaufen. Komm, wir verkaufen mal ein bisschen. Was haben wir denn hier? Ja, davon haben wir genug. Komm. Na, uah. Platin, Platte behalten wir. Die brauchen wir ja sowieso. Dynamischer Resonator behalten wir auch. Iridium, das finden wir en masse. Da brauche ich gar nicht gucken. Zink brauchen wir selber. Plutonium, ja, hm. Aber allerdings, diese Rigogen, diese seltenen Sachen, die kann man nicht kaufen, ne? Die bleiben für immer und ewig wahrscheinlich zum Suchen. Ich fände es echt noch schön, wenn die noch irgendwie so sagen könnten, ja, in der Galaxie oder auf diesen Art Planeten könnte man das finden. Könnte man es finden. Das wäre noch geil. So, dass man stichpunkthaltig halt Informationen dazu kriegt. Das wäre noch ganz cool. Na? So, dann teleportieren wir uns mal zurück. Dann schauen wir mal. So, ich trinke nochmal ein Schlückle. Ja, ich möchte mich gerne teleportieren. Ach ja, Freunde. Ich werde heute nicht alt. Aber schon wieder diese... Wir haben nichts geschafft irgendwie, ne? Nichts geschafft haben wir. Irgendwie nichts hinbekommen. Die Rigogen immer noch nicht gefunden. Demnächst finden wir die. Ich guck mal im Internet, ob ich da irgendwie Rezepte finde oder so. Dass ich mich ein bisschen besser darauf vorbereite. Dass ich die Rigogen da mal finde. Weil das kann ja nicht sein, dass ich die... dass sie nicht auffindbar sind. Weil die muss sie ja irgendwo finden. Das kann ja nicht sein. Und ich explodiere schon wieder fast. So. Eins möchte ich aber noch machen. Eins möchte ich noch machen. Und zwar... Möchte ich das Schiff woanders hinstellen? Das, Alter, wie der hier parkt immer. Hallo? Wie Ankunft 6. Achso. Nicht genug Treibstoff und Stabschubdüsen, der, Alter. So, ich würde gerne hier mal landen. Ah, oh.
Na klar, park doch am besten im Grand Canyon direkt. So, warte mal. Da ist unsere Base. Ich würde gerne hier mal irgendwo landen. Landen, 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 lande doch, lande doch! Wieso landet der hier nicht? Lande! Lande! Der landet wieder oben drauf, ne? Ich will gern Terraforming betreiben, damit ich eine Landebahn bauen kann. Ja, so sieht das jetzt momentan aus bei uns. Noch irgendwie total schäbig, irgendwie alles. Das ist noch nicht alles so, wie ich mir das vorstelle. Erstmal in die Spitzen fallen. So, eins möchte ich aber gerade tun. Was? Super Nintendo kosten... Super Nintendo kosten die Spiele umgerechnet zwischen 100 und 130. Was, momentan oder was? Ah, das ist ja krass. So, wir brauchen Eisen. Haben wir genug von, ne? Können wir ein bisschen sammeln gehen, Eisen. Dann wird sich der Flex in der Zukunft freuen, wenn er dann hier jetzt gleich was Schönes hat. Ich werde euch zeigen, was ich da meine zu bauen. Ich werde mal ein bisschen was bauen jetzt hier, damit wir ein bisschen auch noch was gebaut haben. Weil es ist ja sonst hier so, ne, also. Jetzt muss ich mal gucken, wie war das denn nochmal? Ja, das waren ja die Dings hier. Das ist die Platte. Das sind die Strukturen, Raumteile. Achso, ich wollte mal apropos. Ah nee, das wollte ich ja eigentlich... Eigentlich wollte ich das ja anders gemacht haben. Ich wollte das ja so machen, dass ich hier so mehrere, also nicht nur mehrere Etagen, sondern auch so irgendwie so mehrere Räume habe, so größer, wo ein Raum dann nur dieser Fahrzeughändler ist, dann da hinten irgendwie ist der mit seiner Landwirtschaft, hier vorne ist dann irgendwie so der Typ mit Dings. Wisst ihr was, wir machen das mal, komm. Wenn ich schon einmal dabei bin, ich lösche jetzt mal erstmal hier. Das ist eh nichts drin. Kann ich damit eigentlich mal anfangen, das so zu formen und gestalten, wie ich das haben will? Was? Spieler in Objekt? Achso. Ja, ich bin gerne in Objekten. So, jetzt haben wir nämlich hier auch wieder Platz. Schade, dass man das hier nicht umändern kann. Ne? Nicht entfernbar. Ich würde gerne hier die Wegplatten nochmal ein bisschen abändern auch. So, und würde mir das gerne dann ein bisschen anders hier hinbauen. Also, pass auf, wir machen das mal anders. Kann ich denn irgendwie Raumteile, Landwirtschaft, Lichter, Deko. Achso, genau, da brauchen wir ja auch natürlich auch Fenster für. Das Problem ist aber, dass wir kein Glas haben. Ich würde so gerne Glas haben wollen, aber das Problem ist, ich weiß nicht, wie wir Glas herbekommen. Also wo wir Glas herbekommen. Wir brauchen Kryozagen. Nein, wir haben Kryozagen gefunden. Nee. Das heißt, wir müssen mit dem Fahrzeug Kryozagen abbauen, um Glas herzustellen. Das heißt, wir müssen uns auf einen anderen Planeten... Ich speichere jetzt. Ich hole jetzt Kryozagen. Ich will unbedingt Glas haben, weil dann können wir endlich vernünftig anfangen, auch zu bauen. Ich mach das jetzt mal. Sollen wir das machen? Ich mach das jetzt mal. Komm, wir machen das mal. Ich packe jetzt erstmal hier den ganzen Kappes jetzt erstmal weg. Was